SpongeBob, ein Bleistift. Und es flimmert richtig schön. Nickelodeon, oder? Nickelodeon? Endlich! Es wird Zeit, die Schlacht um Bikini Bottom zu beginnen! Oh, ich kann es kaum erwarten, meine Armee aus loyalen Robotern zu aktivieren! Roboter, ich bin es, euer Boss, euer Herrscher, euer Meister. Heute werden wir, werde ich Bikini Bottom erobern und ihr alle werdet meine Befehle ausführen. Roboter? Was ist schiefgelaufen? Mein Plan war narrensicher. Ich war auf der Uni. Hau ab, Idiot. Seegurke. Was? Seegurke. Der gehorche Planktonhebel an meinem Robotergenerator stand auf aus? Nein! Roboter-Tee-Partys sind die besten, nicht wahr, Patrick? Oh, ich wünschte, Roboter wären lebendig. Wäre das nicht toll? Lass uns alle Roboter zusammensuchen und uns bei der ersten fallenden Muschel, die wir sehen, etwas wünschen. Okay. Oh! Ich wünschte, Roboter wären lebendig. Schöne Lichter. Oh nein! Vorsicht, Patrick! Die Roboter greifen Bikini Bottom an. Medium-Format und blauer Strube waren gerade im Einsatz und damit ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Let's Play, das wirklich sehr außergewöhnlich ist. Dann ist nämlich SpongeBob, Schwammkopf, Schlacht um Bikini Bottom. Und gleich zum Anfang werde ich erstmal erwähnen, dass, Bildqualität, sag ich aber mal, nicht so wirklich der Burner ist. Ihr seht wahrscheinlich hier schon zwei schwarze Ränder an der Seite. Tut mir leid, ist leider so. Ich verstehe nicht warum, weil ich spiele es gerade in Vollbild. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe viel versucht, keine Ahnung. Auch die Qualität ist nicht wirklich die beste. Sieht aus, als ob es so irgendwie 360p bis 480p wäre. Trotzdem, ich lade 720p hoch. Ich weiß nicht, ob das eine gute Qualität ist oder nicht. Ich hoffe, ihr kommt damit zurecht. Zurecht. Und ich würde sagen, wir haben die Option. Natürlich, es gibt nicht viele Optionen, außer halt irgendwie, also grafiktechnisch kann man nichts optionieren. Nur hier Story, Untertitel, Sound, die Musik und so weiter. Dann haben wir alles an und die Spieler, hier kann man nämlich sehen, aber wie lange habe ich das Spiel schon nicht mehr gespielt? Hier sind leider 3%, weil ich nämlich vorher ganz kurz getestet habe, ob das auch in-game alles funktioniert, aber es ist nicht viel passiert. Wir spielen hier, wir können hier mit den verschiedenen Leuten spielen. Ich werde aber erstmal mit SpongeBob, wollen wir mit Thaddeus spielen? Also im Endeffekt kommt es gar nicht drauf an, man spielt immer nur mit der gleichen Person, also man sieht die Person gar nicht hier. Ich spiele mit SpongeBob, das muss einfach sein. Wir spielen und ich würde sagen, es geht einfach los. Wir haben hier verschiedene Sachen zur Auswahl. Einmal den Abfalleimer, den Friedhof, hier unten sieht man es auch immer noch, den Friedhof, die Heldenhöhle, Bikini Bottom Innenstadt und den Seetangwald. Hier können wir uns jetzt was aussuchen und da können wir das durchspielen. Wir können jeweils um 100% erzielen. Und ich würde einfach mal sagen, ich mache einfach ganz lange... Okay, das war... Verkehrschaos. Ja, ich würde sagen, wir fahren... Verkehrschaos. Ja, das Verkehrschaos. Der Magieladen von Bikini Bottom hat gerade festgestellt, dass einige magische Gegenstände... Ist das richtig? Ja, die magischen Gegenstände sind verschwunden. Bringen Sie sie bitte in den Magieladen zurück, wenn Sie sie finden. Das Spiel. Überall sind Roboter. Ich muss den Grund dafür erfahren. Wo ist Patrick? Er wird mir helfen, diese Roboter unter Kontrolle zu bringen. Das Spiel ist so krank. Patrick!
Benutze die Maus, um SpongeBob in den Straßen von Bikini Bottom zu steuern. Weiche den Booten aus, die von Planktons Robotern gefahren werden. Sammle alle magischen Gegenstände ein, um zum nächsten Spiel zu gelangen. Oh Leute, das wird was, das wird was. Ich hoffe, ich schaffe das auch wirklich. Also wir müssen jetzt einfach, der läuft unserer Maus hinterher. Und wir müssen einfach weiter. Hier haben wir noch nichts zum Einsammeln. Oh mein Gott, ey, wie lange habe ich das einfach schon nicht mehr gespielt? Das war echt so toll, wo ich das damals gesagt habe. Hier haben wir eine Bowlingkugel. Toll! Eingesammelt! Eine Billardkugel! Eine Billardkugel! Ich glaube, ich muss hier sogar ein bisschen schreien, weil einfach der Sound hier so laut ist und ich den nicht einstellen kann. Deswegen schreie ich am besten ein bisschen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm, oder ich weiß gar nicht. Ich glaube, meine Mutter denkt sich wahrscheinlich auch schon, scheiß die Mann an, warum schreibt der so rum? Warum schreit der so rum? Ich weiß nicht. Ist ja auch Wurst. Wow, mal ganz kurz warten hier. Und jetzt hier vorbeilaufen. Da drüben haben wir nämlich ein komisches Zeichen. Was ist denn das? Die Zeitlupe. Haha, seid ihr langsam? Oh, ich bin dagegen gelaufen. Alter, bin ich schlecht. Warum? Ich laufe da dagegen, Alter. Na gut, ich würde sagen, wir laufen einfach mal wieder hier rüber. So. Oh mein Gott, ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß überhaupt gar nichts mehr. Ich werde wahrscheinlich irgendwann mal sagen, ach stimmt, das war ja so und so. Aber mehr werde ich auch nicht sagen. Kann ich hier durch? Ja! Nein, hallo? Also, ich glaube, SpongeBob ist fetter geworden, kann das sein? Naja, irgendwie war das doch mal eine Zeit lang so, die Anfangszeiten von SpongeBob. Da war der noch richtig hellgelb, so wie er jetzt hier ist. Und dann wurde er eine Zeit lang immer ein bisschen farbenfroher. Gefunden, ein Spielzeughase. Ja, da wurde er ein bisschen farbenfroher und dann irgendwie war aber wieder so komisch schwarz. Alter. Fick dich. Gute Arbeit. Murmeln. Einige Murmeln. Ja, die sind auch sehr magisch auf jeden Fall. Ja. Was haben wir hier? Oh mein Gott, das war jetzt knapp. Was ist denn das hier? Sieht irgendwie eisig aus. Ah, cool. Hey, wie der wackelt hier, der Typ, ne? Ich kann da gar nicht mit der Maus hinzeigen, wo sonst SpongeBob dahin läuft. Oh mein Gott, ich hoffe einfach nur, ich schaffe dieses Spiel krieg davor nicht. Wow. Krieg davor nicht irgendwie noch einen Kollaps oder sowas. Oh mein Gott, Leute. Warum tue ich mir das an? So. Jetzt hier rüber, was haben wir das hier? Hier ist irgendwie SpongeBob. Gefunden, eine Kristallkugel. Oh, ich muss gegen das Auto laufen. Mann, Junge. Lebensbonus, neuer Highscore, du hast das nächste Spiel freigeschaltet. Ja, das ist aber schön. Oh mein Gott. Verrückte Roboterfahrer. Okay, aber was wollte ich nochmal? Wenn ich doch nur etwas hätte, um mich wieder zu erinnern. Klicke auf einen Kanaldeckel, damit ein Charakter des Spiels erscheint. Decke zwei gleiche Charaktere auf, damit der Kanaldeckel verschwindet. Beende alle drei Levels erfolgreich, um zum nächsten Spiel zu gelangen. Oh mein Gott, ist das jetzt hier, warte mal, wie nennt man es? Quartett oder Quiz oder sowas? Okay, dann machen wir mal den hier und den hier. Ich bin da extrem schlecht in sowas. Das war doch der hier. Ne? Ja, bam! Oh mein Gott, Alter. Ich weiß nicht, warum ich mir das antue. Ich habe keine Ahnung. Aber ich tue es einfach. Ich tue es für euch. Ich hoffe einfach mal, dass ihr mir das verdient. Eine Maske! Ja, so sieht's ja auch aus. Ich hoffe einfach mal, ihr seht mir das an. In Angesicht meines Schweißes werde ich hier dieses Spiel spielen. Oh mein Gott. Okay, dann geht's weiter. Das Heiliger so Krabbenburger! Krabbenburger! Was auch immer. Thaddeus ist so... Eichhörnchen-Power! Thaddeus ist so ein geiles Schnitzel. Eichhörnchen-Power! Wow! Heiliger Krabbenburger! Was auch immer. Oh, den hatten wir gerade schon, ne? Was auch immer. Heiliger Krabbenburger! Oh mein Gott. Geld. Na gut, eher nicht so. Oh mein Gott, Leute.
Ihr macht mich fertig. Geld. Sehr gut. Verdient ein Glückspfennig. Das ist ja schön, aber ihr bringt ja mir viel Glück hier bei den Leveln, bei den sauschweren Leveln. Heiliger Krabbenburger! Das ist jetzt aber hier die Roboter und die Person vermischt. Ich hoffe, das täuscht mich jetzt nicht. Heiliger Krabbenburger! Oh, hä, wo war der? War der hier oben? Lol! Heiliger Krabbenburger! Ach, der war da! Na! Heiliger Krabbenburger! Eichhörnchen-Power! So sieht's ja auch aus, ey. Und den nächsten haben wir. Gib mir 90 Punkte. Gibt's immer 90 Punkte? Nein! Gibt es immer 90 Punkte oder wie? Eichhörnchen-Power! Alter, ich bin so schlecht, den hatte ich doch gerade eben schon. Warte mal. Was auch immer. Was auch immer. Ah, okay. Nein, gib nicht immer plus 90 Punkte. Ich verstehe nicht warum. Oder hier? Ja. Ach, beim ersten Mal, wenn man gleich am Anfang das richtig hat, bekommt man 100 Punkte. Wenn man es einmal falsch macht, dann gibt es 90 und dann immer minus und dann immer 10 Punkte weniger. So, die zwei hier noch. Und den hier noch. Nein. Die zwei hier noch. Dann. Eichhörnchen-Power! Lol, ich bin so dumm. Wie wär's mit dem und dem? Nein. Eichhörnchen-Power! Super! Gewonnen? Ein Seil! Glückwunsch, du hast das nächste Spiel freigeschaltet. Das ist aber wunderschön. Oh mein Gott, warum mache ich das überhaupt? Ganz ehrlich. Ah, das hat geholfen. Ich kann mich wieder erinnern. Ich muss Patrick finden und diese Roboter aufhalten. Lauf, Patrick! Hey, warum hilft ihm das, irgendwelche Leute oder Roboter? Egal, ich kenne dich, aber was bin ich? Oh, hi, SpongeBob. Sag mal, warum bist du in einem Käfig? Patrick, ich bin nicht in einem Käfig, du bist es. Hey, ich bin vielleicht blöd, aber ich bin kein Idiot. Du, mein lieber SpongeBob, bist in einem Käfig gefangen. Glaub mir, Patrick, du bist in einem Käfig gefangen. Keine Sorge, alter Freund, ich helf dir raus. Ich lasse nicht zu, dass mein bester Freund im Käfig austrocknet. Patrick, lehn dich zurück und sieh dem Meister bei der Arbeit zu. Beantworte die Fragen, um Patrick aus dem Käfig zu befreien. Während der Countdown läuft, werden immer mehr falsche Antworten entfernt. Erziele mindestens 500 Punkte, um zum nächsten Spiel zu gelangen. Alter, ich werd so fertig von dem Spiel. Wie ist Patricks Nachname? Oh mein Gott, Alter. Ich bin so fertig. Oh mein Gott, Alter, ganz ehrlich. Wie ist Patricks Nachname? Fischgesicht. Wer ist Patricks bester Freund? Oh mein Gott, Alter. Der Gesundheitsminister. Fred nicht. Hurra! Wo lebt Patricks Lieblings-Superheld? Altersheim. Oder? Im Altersheim, glaube ich. Doch, in einem Altersheim. Das Spiel. Ja! Ey, nee, ohne Witz. Sehr gut. Verdient ein Schlüssel. Der Patrick deiner Seite. Das ist so geil. Was hat Patrick von SpongeBob am Valentinstag bekommen? Ein Blubber, ein Seepferdchen, ein Schokoballon. Ich glaube, ein Schokoballon, ne? Ja, doch, ein Schokoballon. Erst hat es noch vergessen, ne? Nein, ne, warte mal. Warte, ich weiß nicht mehr. Bisschen mal auf den Roboter achten, wenn er immer mit sagt, yeah. Mit wem war Patrick auf dem Abschlussball? Perla, ne? Oh mein Gott. Ach, Sandy, stimmt. Seiner Mutter.
Oh nein! Das stimmt. Wer ist Patricks Lieblings-Superheld? Lol. Blauer Spube. Wir müssen gleich mal gucken hier. Wir müssen auf den Roboter achten. Das ist immer recht lustig. Weiter so, SpongeBob! Wieder mit dem. Wieder mit seinem Metallaugen. Welche Farbe hat Patrick? Rosa, rot, weiß und blau. Ja, eigentlich schon, ne? Obwohl, lila eigentlich. Der war doch auch schon mal lila, ne? War der nicht schon mal lila? Super. Oh mein Gott, Alter. Gewonnen, ein Zauberstab. Nächste Frage, wie wär's denn? Was ist Patrick? Ein Seestern. Das ist aber schwierig. Er ist hochbegabt, ist auf jeden Fall. Aber gut. Ich glaube, das Spiel verarscht die kleinen Kinder immer, ne? Also, wo ich das kleines Kind gespielt habe. Wo ich das kleines Kind gespielt habe, da war ich immer richtig, also, was für eine Frage, bam, bam, bam. Weil ich immer übel hier die Folgen geguckt habe und übel der Profi war ich voll. Und, bei manchen Antworten denkt man sich schon, Alter, verarschen die dich eigentlich, wie oder was ist der Name los? Von Patricks Vorfahren? Peter? Hä? Wahoo! Seit wann gibt's. Also, wenn es da eine Folge gibt, wo das genannt wird, die Vorfahren. Yay! Dann bitte mal in die Kommentare schreiben. Danke, weil, also, kleiner Freund. Nun sag mir, wer dir das angetan hat. Wir müssen die Roboter stoppen, bevor sie Bikini Bottom erobern. Roboter, hä? Dies ist ein Job für ihn. Meerjungfrau Mann? Nein, SpongeBob. Ihn. Oh nein, nicht er. Doch, SpongeBob. Dies ist ein Job für... Dumbadadampampo! Den rosa Rächer. Benutze die Maus, damit Patrick den Robotern und Mülltonnen ausweicht. Klicke die Maustaste, um leere Sodadosen auf die Roboter zu werfen. Sammle alle magischen Gegenstände ein, um zum nächsten Spiel zu gelangen. Oh mein Gott, ihr macht mich fertig, Alter. Okay, was muss ich machen? Ah, okay. Muss ich alle besiegen? Oh yeah, baby. Oh, ich hab das Buch nicht eingesammelt. Nein. Komm schon mal zurück. Alter. Wollt ihr mich verarschen? La 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 la. Oh mein Gott. Gefunden, einige Blumen. Das Spiel macht mich echt fertig, ganz ehrlich. Ja. Oh mein Gott. Ja, mein Taschentuch irgendwie. Scheiße! Das geht doch nicht! Mann, nimm mal dein Taschentuch! Ja, das ist ein super Roboter! Das ist wirklich formidabel, würde ich mal sagen. Zeitlupe, du warst. Oh yeah! Gefunden! Einige Wachsfrüchte! Was? Wachsfrüchte? Das ist eine Wachsfrucht. Gefunden, ein Zylinder. Ach nee, muss ich es nochmal machen, weil ich nicht alles habe. Du hast noch nicht alle Sachen. Ich muss nochmal alles von neu machen. Richtig. Ach Mann. Scheiß Spiel. Oh, die Fresse gibt's hier.
toll! Eingesammelt, ein Mann. Oh yeah, genau. Nein. Nein! Wie unverwundbar, lol, hä? Oh yeah. Ich war unverwundbar, lalala. So, jetzt gibt's auf die Fresse hier, würde ich mal sagen. Das ist eigentlich brutal, das Spiel. Ah, ich hab ja alle Sachen jetzt mittlerweile, ne? Kann ich noch. Oh. Dann kann ich noch Punkte sammeln, eigentlich, ne? Den anderen kriege ich nicht mehr, ohne selber dabei drauf zu gehen. Oh, lauf mal schneller jetzt, meine Fresse. Die Dosen noch mitnehmen hier. Ah. Also es gibt auf jeden Fall interessantere Level, muss man gleich mit dazu sagen. Und bam! Und bam! Und bam! Bam! Und wir haben es geschafft! Dance Night, Dance Fever! Yay! Lebensbonus plus 5! Neuer Highscore 1220! Ist die Natur nicht wunderschön? Sinnlose Kommentare, Alter. Es ist danke, so dass geil. Du meine Sachen zurückgebracht hast. Stellst du sie bitte wieder dorthin, wo sie hingehören? Klar, Mr. Unglaublich, Mr. Magic, Mr. Zauberer, Sir. Mal sehen. Gib dem Besitzer alle magischen Gegenstände zurück. Ziehe jeden Gegenstand auf die richtige Stelle im Laden. Platziere alle Gegenstände korrekt, um zum nächsten Spiel zu gelangen. Dann würde ich auch mal sagen, machen wir das denn hier? Wo gehört denn, ich denke mal, wir haben jede Menge Gegenstände. Ich denke mal, der Hut gehört hier hin. Das ist keine gute Idee. Das hier gehört hier hin. Yeah. Das ist keine gute Idee, Mama Mia. Ey. Vogel. Hier? Schlüssel. Hier? Karten. Hier? Zylinder. Hier? Lol. Es passt sogar. Gibt's, wenn die. Hier. Magie. Hier. Hase. Hier. Hier. Wachsfrüchte. Hier. Nein. Das ist keine gute Idee. Hier. Bummeln. Hier. Billardkugel. Hauen wir hier mit rein. Das Seil kommt. Nein, das Seil kommt natürlich hier mit rein. Und der Zauberstab kommt hier mit rein. Und Glückwunsch, das ist das nächste Spiel. Erfolgreich freigeschaltet. Bäm. Was die Frau da in dem Eck Patrick, macht, ich weiß nicht. Was tust du da? Oh, hi, SpongeBob. Ich bereite mich nur auf mein Bowling-Training vor. Willst du mitmachen? Du und Bowling? Aber was ist mit den Robotern, Patrick? Ah, sagtest du gerade Bowling? Ich wollte schon immer bowlen. Kannst du es mir beibringen? Nun, SpongeBob. Der Schlüssel zum Bowling ist ein simples Wort. Sei die Kugel. Na, Patrick kann's ja ganz gut, ne? Das sind drei Worte, Patrick. Sind es nicht. Schau. Sei die Kugel. Die Kugel sein? Okay, ich versuche es. Klicke die Maustaste, damit Patrick SpongeBob auf die Bahn wirft. Achte auf den Pfeil, um so die Richtung der Kugel zu bestimmen. Je mehr Pins du triffst, desto mehr Punkte erhältst du. Oh mein Gott, ey. Ganz ehrlich, SpongeBob ist jetzt die Kugel. Du wolltest mich verarschen. Ich nehme ganz genau die Mitte, oder? Oh, das ist aber hier. Leute, müsst ihr euch acht nehmen. Ich
Ich bin der Bowling-Meister. Ja, ja, ich gehe ab wie Dosenwurst, so kann man sagen, ja. Oh, das ist schon wieder fail. Schon wieder einer in der Mitte hier, das ist aber... Oh, hier würde ich mal sagen. Wow, juhu. Schon wieder 9 Punkte zusätzlich. Der Highscore hat da genau die Mitte. Oh, nun bin ich richtig wütend. Patrick wird richtig wütend, hat er gesagt. Das ist aber lustig. Hat man kommt vorbei, oder? Mein Gott, aber das war doch gerade fast ganz gut, die Mitte, oder? War das nicht ganz genau die Mitte da, der Schlag? Ja! Spare! Und die... Das war jetzt auch wieder genau die Mitte, oder? Oh, nun werde ich richtig wütend. Ich werde richtig wütend. Und... Ja! Vorbei, oder? Oh! Na gut. Das tut mir leid. Mal hier. Hauen wir erstmal die Seite weg. Und jetzt hauen wir noch die Seite weg. Und die würde nämlich ganz genau dann hier. Oder? Schaffen wir das? Bitte, bitte, bitte. Nein, einer steht noch. Na gut. Dann machen wir wieder die übliche Taktik, nämlich fast genau die Mitte treffen. Oder einer steht. Oh, Strike. Okay, auch schön. So, bam! Und... Yay! Yeah. Noch ein Strike! Lucky Strike! Und bam! Das war ich wieder genau die Mitte, oder? Oh, nun bin ich richtig wütend! Krasse Kerle! Oh Mann! Oh, das Spiel macht mich echt fertig, Alter! Hier, du so zuckst! Die krassen Kerle, Alter! Scheiß die Wand dann, ey! Das Spiel macht mich wirklich seelisch, sowohl auch moralisch, keine Ahnung, richtig fertig, ey, das ist echt nicht mehr schön. Oh mein Gott, aber es ist, la la din dim dam 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 dam. La 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 din dam 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 dam. La la dam. Neuer Highscore. Noch einmal, nein. Glückwunsch, du hast den Level Innenstadt von Bikini Bottom erfolgreich beendet. Ja, und ich habe mir so überlegt, wir könnten doch eigentlich... Warte mal, das haben wir gerade gemacht. 1, 2, 3, 4. Das heißt, es wären insgesamt 5 Parts Let's Play Bikini Bottom, Schlacht von Bikini Bottom, Dingensmoments. Da können wir doch insgesamt... 4 Parts draus machen, insgesamt 5 Parts draus machen. Den ersten haben wir somit abgeschlossen, nämlich das war Bikini Bottom. Der nächste Part ist dann entweder Seetangwald oder ich mache mir die Heldenhöhle als nächstes, dass es irgendwie im Kreis ist, im Uhrzeigersinn. Würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt hier. Ich hoffe, ich bekomme ein bisschen Kritik, wie ihr das Let's Play so findet. Ich freue mich auf die nächsten Parts mit euch und ja, haut rein, euer Bein. Bis zum nächsten Part. Bis dahin, bis dann, Tschüssikowski und tschüss.